Wir sind wieder zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity und wir befinden uns eine Folge nach der Flucht aus Paris mit der guten Edis. Das reimt sich nicht nur, sondern ist auch ziemlich lustig und romantisch gewesen, mit der guten Edis mal mit einem wunderschönen Heißluftballon durch die Gegend zu flattern. Ich weiß gar nicht, ob der Heißluftballon zu dieser Zeit hier damals erfunden wurde. Ich habe gar keine Ahnung, ich weiß das ja nicht. Ich bin ja ein ungebildeter Hengst. Geschichte ist ja nicht so mein Ding. Wissen ja vielleicht die ein oder anderen. So ein bisschen kenne ich mich natürlich aus, so Grundlagen und so. Aber auch nicht alles. Stirb. So, ich muss auch gerade mal ein bisschen auf meinen Ohren leiser machen. Das war mir gerade ein bisschen zu laut. So, und plündern wir gleich mal die Leiche, die wir hier gerade hinterlassen haben. Schenke ich euch übrigens, könnt ihr behalten. Oh, die Mucke, die da aus dem Kaffee kommt, ist ja schön. Oder ist gar nicht im Kaffee, sondern hinter diesen Mauern. Mag ich mag die Musik. So, jetzt müssen wir hier irgendwie reinkommen. Denn dort befindet sich eine Kiste. Und wie kommen wir an diese Kiste heran? Das ist die Frage. Auf der anderen Seite ist scheinbar eine Wache. Vielleicht holen wir uns den. Ach, der ist hier. Ah, okay. Oh. Sind das mehrere? Nee, es ist nur einer. Okay. Hi. Schon mal eine Klinge im Kopf gehabt? So, oh, hier sind aber ganz schön viele. Alter Schwede. Das ist eine ziemlich gut bewachte Kiste hier. Okay, hier sind soweit keine. Das heißt, wir könnten hier vielleicht hochklettern. Wobei, warte mal, es ist nicht schlauer, weil da hinten auch so viele stehen. Pass auf, dann machen wir es doch hier lieber. Wir machen es genau hier. So richtig schmutzig und versaut. Das Problem ist natürlich, dass der Typ hier nicht hierher kommt. Und wenn wir den einen angreifen, greift uns der andere auch an und alarmiert die anderen. Keine leichte Situation, der wir uns hier ausgeben müssen. Vielleicht probieren wir es doch hier. Warten, bis der Typ hierher gelaufen kommt und ziehen ihn einfach runter. Ich glaube, der da hinten ist so verpeilt, der kriegt das gar nicht mit. Hi. Nein, der kommt nicht weiter her, das gibt's nicht. Junge! Schieß ihn ab! Sehr gut. Ist er tot? Was, eine Kiste mit einem... Mit einem Dingens? Willst du mich verarschen? Da ist doch nichts drin. Also in den meisten Fällen. Okay, wir öffnen die Kiste. 250, willst du mich verarschen? Und dafür der ganze Aufwand, weißt du? Ich meine, wir haben es relativ gut gelöst. Wir können uns jetzt hier easy peasy verpieseln. Aber trotzdem, für 250 Livre so ein übles Geflecht ist natürlich schon übel. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, da ist ein bisschen mehr drin, aber egal. Okay, ich würde sagen, wir machen mit der nächsten Hauptmission weiter, oder? Haben wir noch irgendwas anderes am Stissel? Was haben wir hier? Auch noch diese Helixrisse, aber boah. Ich weiß nicht, das ist halt immer das Gleiche, ne? Das ist halt das Problem. Also da ist nicht viel Wiederspielwert dabei. Das sind auch alles Risse, die kann man natürlich nach und nach noch machen, aber pff. Sag ich ganz ehrlich, pff. Pariser Geschichten könnte man vielleicht nochmal machen. Hab ich noch nie gemacht, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die ja ganz cool, ich weiß nicht. Können wir mal ausprobieren. Ich mach mal gerade hier wieder und dann Schnellreise haben wir hier. Wir haben auf dem Weg dorthin noch ein paar Kisten, die wir öffnen können. Und dann gucken wir einfach mal, was aus diesen Pariser Geschichten, was man da so, was das ist. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Es klingt nach Nebenmission. Und es klingt jetzt auch relativ spannend. So eine Verfolgungsjagd durch die Kanalisation kann ganz lustig sein. Aber ich weiß nicht, muss mal schauen. Aber jetzt erstmal wieder ein wunderschöner Ladescreen. Ich freue mich. Ich habe erst überlegt, ob ich anfange, die Ladescreens rauszuschneiden, aber ganz ehrlich, nee. Sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich mir mehr Arbeit machen durch Sachen, die der Entwickler verkackt hat? Sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So, verschlossene Truhe. Dort hinten. Die können wir uns auf dem Weg dorthin holen.
So nach und nach immer, wenn wir hier durch die Menschenmenge durchkommen. Alter, was hier los ist, ne? Das ist voll übel. An jeder Ecke sind hier Leute und Menschen. Wobei Leute und Menschen das gleiche ist. Komm hier rüber! Was ist der Witz da dran? Ich glaube nicht, dass es das für mich war, mein Freund. Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber für mich war es das nicht. Ich glaube, das ist sogar eine Dreierkiste hier, ne? Ich meine, da sind wir nach einer Mission mal vorbeigekommen. Und wollten die öffnen, und es ging nicht, ne? Oder? Ne? Ne, nur eine Zweierkiste, na toll. Aber zwei ist immer noch besser als eins, bekanntlich. Was haben wir drin? Oh, einen maßgeschneiderten Mantel, hey. Cool. Lungerer Mantel. Ja gut, ist jetzt nicht so hochwertig und geil, aber... Pff. Better than nothing, bekanntlich, ne? So, wo war denn jetzt diese Mission, die wir machen wollten? Kanalratte, hier. Da können wir auf dem Weg noch die Kiste hier mitnehmen. Und die da vielleicht. Ich weiß, es ist jetzt nicht so spannend, diese Kisten zu sammeln. Aber wir wollen den guten Arno ja noch ein bisschen ausrüsten. Und da braucht man bekanntlich Geld für. Da kann man ja mal ruhig eine Folge einlegen, wo man nur Kisten sammelt. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu. Das hatte ich auch vor längerem schon mal versprochen gehabt. Oh, ein Bettler. Dabei hat er doch gar kein Bett. Ja. Sorry. Okay, hier ist irgendwo die Kiste, die ist oben. Okay. Ist hier irgendwo ein Aufgang? Hallo. Ich möchte aber nichts von dir kaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, einmal hier in die Bude rein. Ach nee, hier hinter der Dings ist die hinter der Treppe. Sorry, ich muss hier mal durch. So. Interacting. 1 und 2. Super, freue ich mich. Was haben wir drin? Bargeld. 15.000 haben wir jetzt, das ist doch okay. Kann man doch nicht meckern. Oder wie seht ihr das? So, hier müssen wir jetzt irgendwie hoch. Klappt aber nicht so wirklich. Ich würde sagen, warte mal, wo sind wir denn hier? Ach, das ist auch nochmal so eine Pariser Mission. Okay, da gibt es scheinbar mehrere von. Joa, nee, wir gehen jetzt zu der Kiste hier und dann latschen wir quer rüber. Dann sind wir ja schon so gut wie da. Nee, komm, lass mal runterfallen hier. So, was ich ein bisschen schade finde, also, ich meine, wir haben das, huch, das Ding, ein Dieb. Wir haben das Spiel zwar noch nicht durchgespielt, also bis zum Ende, und wir müssen uns zusammen Kaffee mal die Dings holen, das Geld. Wir haben Assassin's Creed Unity zwar noch nicht durch, aber was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass es kein Schnee, keine Schneesequenz gab. Das habe ich bei Black Flag schon so sehr vermisst. Gut, da hat es jetzt nicht unbedingt gepasst zum Setting. Aber dass es das bei Unity so gar nicht gab, fand ich ein bisschen schade. Ich meine, Paris und Schnee, das hätte doch irgendwie gepasst, oder? Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? So. Hallo. Okay, wir müssen einmal nach unten und da unten sind nette Burschen. Die so nett zu uns sind, dass sie uns wahrscheinlich den Kopf abreißen wollen. Freundlich, wie man hier ist. In Uniform. Lieber Arno, du dürftest jetzt vielleicht mal... Dankeschön. Ach, das sind die beiden Herrschaften hier. Schönen guten Tag. Steht euch viel besser. Er ist nur eine Einerkiste, scheiße. Naja, nehmen wir auch mit. Oh, ein bisschen Öl. Dann kann ich ja Manfred endlich wieder anrufen. Jetzt ist wieder Öl im Haus. Ach Gott, ist das ekelhaft. Manfred, zieh die Buchse aus. So. 250. Ja. Naja. So. Ich öffne Le Carte. Und die Mission war hier. Kanalratte. Können wir also, nee, da können wir nicht schnell hinreisen, ne? Initiatstruhe, Geschäft. Es werden Köpfe rollen. Ich glaube, die Mission habe ich mit dem Sarazar gespielt gehabt, ne? Huch!
glaube, das war einer, wo wir im Koop gespielt haben. Bin mir zwar nicht... Ja, doch, warte mal, Didier Patton. Der Name sagt mir was. So, aus dem Weg, Kinders. Ich muss die Welt retten. Und Zivilisten. Hi. Einfach mal auf der Straße jemanden ermorden und sich dabei nicht erwischen lassen. Das ist die Krux dabei. So, 14 Massenereignisse. Ich weiß gar nicht mehr, was kriegt man denn für die Massenereignisse? Geld? Ich liebe Geld. Ich mache alles für Geld. Nein, Moment. Da läuft das falsch. So, da hinten ist unsere Missionsperson. Personalie. Der Mensch, bei dem wir tun sein. 400 Livre gibt's. Ein Attentat auf den Flüchtigen verüben, der sich durch die Kanalisation davonmacht. Machen wir. Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Alles klärchen. Rotondeau finden. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wieder komplett falsch ausgesprochen, der Name. Aber ganz ehrlich, das ist mir ja... Hör mal. So, ab in die Kanalisation. Ich mag die Kanalisation irgendwie. Diese Katakomben gibt's ja hier wirklich noch. Hi. Zack. Stirb. Du Wicht. Und du auch. Aber ich hoffe, der fällt nicht runter. Wäre jetzt nicht so geil. Hat gut geklappt mit dem niemanden durchlassen. Hat wirklich gut geklappt. Respekt vor dieser Leistung. Was ist denn hier passiert? Die sind ja nur Tote. Was ist denn da los? Hör mal. Ach, er ist das? Okay. Okay, das sieht jetzt nicht so schwer aus. Bams. Tot. Und du bist auch tot. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Oh, da war noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. War jetzt irgendwie nicht so die Herausforderung, ne? Oh, der hat einen Schal dabei. Scheiße nur, dass wir den nicht brauchen, weil es nicht schneit. Ein richtiger Scharlatan. So, Rauchbomben sind voll. Oh, Tabak haben wir gefunden. Ich würde sagen, wir laufen hier weiter. Gucken, wo wir da noch hinkommen. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Eine Kiste wäre schön. Ach, guck mal, hier ist eine Treppe. Eine Leiter. Sie führt uns nach oben. Und oben ist gut. Hoffe ich. Hüpf, hüpf. Also bei der Menschenmenge, die hier in Paris ansässig ist zu der Zeit, ne? Ist das erstaunlich wenig Kacke, die hier durch die Rohre fließt. Scheißen die alle die Gassen voll oder was ist da los? Wahrscheinlich, ne? Hallo. Ich habe gemordet. Und ich bin stolz drauf. So, ich würde sagen, für den Rest der Folge, weil wir es heute den ganzen Tag eigentlich fast gemacht haben, schnappen wir uns verschlossene Truhen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Geld angesammelt und können vielleicht irgendwas tun. Lass ihn in Ruhe. Ja, dann können wir vielleicht irgendwie nochmal, weiß ich nicht, irgendeine Kleidung kaufen, irgendeine Klamotte, die Montur wechseln oder so. Schauen wir dann mal. So, aber erstmal die Kiste öffnen. Wo ist denn die? Weg, 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 weg. Hi. Stirb. Huch, drehst dich vielleicht mal um, Arno? Zack. Wieder nur in einer Truhe. Mann. Mando Diao. Aber bekanntlich ehren wir jeden Taler, den wir kriegen können. Und deshalb freuen wir uns auch über diese. Wunderschöne Kiste. Okay, wir können hier mal weiterlaufen. Ach, da oben haben wir sogar noch einen Aussichtspunkt zu entdecken. Gucke mal. Heiliger Bimbambino. Hm. Wir können aber auch schon mal das... Ach nee, wir sind da schon, okay. Hätte ich vielleicht gesagt, gehen wir mal gucken, dass wir das nächste
wo die nächste Hauptmission ist, schon mal hinlatschen, weil wir sind da ja schon fast. Also wir sind da schon fast, ist gelogen, aber wir sind zumindest in der Nähe. Nee, der Marktplatz. Schön. Oh, der hat mir wehgetan. Oh, ein Hund. So, da müssen wir hier einmal durchpesen. Boah, was ist hier los, Alter? Oh, noch ein Hund. Herumlaufendes Gulasch. Ach, lass ihn in Ruhe. Zack. Kurzer Prozess mit den Herrschaften gemacht. Und warum? Weil wir es können. Für das Gute in Paris. An das eigentlich schon wieder längst keiner mehr glaubt. Selbst Elise hat ja gesagt gehabt, dass es nichts mehr so sein wird wie früher. Aber da wäre ich mir noch nicht so sicher. Schließlich sind wir noch gar nicht fertig hier. Wie aggressiv. Komm mal runter, Junge. Wieder nur eine Einheitruhe. Ich glaube, das liegt daran... Ich glaube, das liegt daran... Sag mal... Arno? Ja, dankeschön. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns hier im Anfangsgebiet befinden. Hier drüben. Und es da halt nur solche Kisten gab. Aber als wir die Dreierfähigkeit noch nicht hatten, ne? Also die Schlösserknackenmeister-Dingens. Schwingst du mal bitte deinen Arsch aus dem Bild? Wieso schreit die, wenn... Arno, wo warst du mit deinem Dietrich? Was wollt ihr denn von mir? Verpisst euch. Aus dem Weg. Hallo. Lass mich doch mal raus hier. Belästigt mich nicht. Sonst mache ich euch den Herbert Grönemeyer, Alter. Ruckzuck gibt's auf die Fresse. Nein, die Fresse. Oh, schon wieder ein Verbrechen. Warte, warte, warte. Der rennt in die andere Richtung, ist mir egal. Weg. Das ist auch wieder da oben. Toll. Und es ist bestimmt wieder nur eine Einheitruhe wecken. Wie sie gleich ihre Schwerter ziehen, wenn ich hier vorbeikomme, ne? Genauso habe ich mir das immer gewünscht. Krieg an allen Ecken und Enden der Welt. Alors, Mademoiselle. Wenn ich komme, wird's immer hell. Ja, lauf einfach durch die Wand, ist kein Ding. Mache ich auch immer, wenn mir langweilig ist. Wo ist denn die Kiste? Oben. Oh. Nein! Oh. Nicht so weit, lieber Anna. Aber wo da, hä? Aber Yoda. Oh Gott. Ach, da hinten. Ah, okay. Ist aber gemütlich, ne? Und was ich halt echt so faszinierend finde, die Häuser sehen alle irgendwie immer anders aus. Also schon irgendwie gleich, aber doch irgendwie verschieden. Das haben sie echt fett hingekriegt. Muss ich wirklich sagen. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, 1000 Livre. Ja, ich habe euch bestohlen, aber das macht nichts. Das habe ich fürs Gute getan. Fürs Team. Ich bin geschädigt. Ich bin fürs Team geschädigt. Und wisst ihr, für wen ich das mache? Fürs Team. Ja, ist okay. So, diese eine Kiste da hinten eignen wir uns noch an. Dann haben wir genug Kisten gesammelt, eine Nebenmission gemacht. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Le Hauptmission. Damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Es kommen ja schon Gerüchte auf, dass ich das Let's Play in die Länge ziehen will. Weil ich mit den 4000 Aufrufen, die das Let's Play macht, unbedingt Geld schöpfen will. Habe ich tatsächlich gelesen letztens. Es liegt aber nur daran, dass es so lange ausgefallen ist und deshalb dauert es halt ein bisschen länger als bei anderen. Und außerdem lasse ich mir Zeit. Ich muss das Game ja nicht durchhetzen, nur um der Erste zu sein. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und wir müssen den Zivilisten da unten beschützen. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Boah, jetzt gibt's auf die Fresse. Das gibt's auf die Fresse, Freunde. Schön. Richtig schön auf die Schnauze. Zum Abschluss dieser Folge. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Viva la Revolution.
Sehr schön. Haben wir nochmal zum Ende hin ein paar Leute gekillt. Das ist doch ein guter Abschluss, oder Freunde? Ja, ich würde aber mal sagen, in der nächsten Folge betreten wir dann die nächste Hauptmission. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wir starten dann auf jeden Fall die erste Mission in Sequenz 10. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin. Ja, alter Schwede, da haben wir in dieser Folge ein bisschen Geld gesammelt. Das haben wir auch zum Ende der letzten Folge gemacht, aber das muss halt auch mal sein. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt fast 20.000 Livra am Start. Und damit können wir bestimmt irgendwas Nettes kaufen, irgendwas Nettes ausrüsten, irgendwas machen. Wir werden auf jeden Fall Verwendung dafür finden. Vielleicht ja schon in der nächsten Folge. Bis dahin. Tears.